König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen an diesem wundervoll sonnig heißen, elendigen Scheißtag zu einer neuen Folge von König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute zusammengefunden, um mit euch über Tommyknockers zu reden. Und dazu habe ich mir nicht nur wie immer den wundervollen Flo eingeladen. Hallo Flo. Guten Abend. Und den ebenfalls wundervollen Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Sondern auch die ebenso umwerfende Sif Rixby. Hi. Hi. Servus. Ja, liebe Gästin, erzähl uns doch mal kurz, wer du bist, was du so machst, ob man dich irgendwoher kennt in der Szene oder, ja. Nee, mich kennt man nirgends. Also, außer auf Twitter, aber, ja, ich spende halt um. Okay. Ich kenne dich. Ja, das stimmt. Und ganz kurz zur Einordnung, wie bist du so im King-Universum vertraut? Also, kennst du alle Bücher, kennst du viele Bücher, hast du nur ab und zu mal eins gelesen oder gar nichts? Ich habe erstaunlicherweise relativ viel mitbekommen, bin aber nicht so wirklich tiefenvertraut damit. Also ich habe unheimlich viele Filme gesehen, habe auch ein paar Bücher gelesen. Ja, aber ich kann jetzt so Querverweise oder so, sowas kann ich jetzt nicht, aber so, ja, ich habe ein bisschen was mitbekommen, sagen wir es so. Also es ist jetzt nicht komplettes Neuland für dich? Nee. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal richtig in die Sache rein. Und lieber Flo, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung für dieses Buch. Ja, 1987 war das Jahr, in dem Stephen King 4 Bücher veröffentlichte. Also er war auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft, aber 1987 war auch das Jahr, in dem er hart auf dem Boden der Realität aufschlug. Seit seine Karriere Anfang der 80er so richtig Fahrt aufgenommen hatte, hatte King immer wieder Probleme mit Alkohol und mit Drogen. Und er hat sich auch immer wieder versucht, literarisch mit dieser Sucht auseinanderzusetzen. Zuletzt in Misery und jetzt auch in dem Werk, das wir heute besprechen, Tommyknockers, das Monstrum auf Deutsch. Es war das letzte Buch, das er schrieb, bevor er clean wurde. Und in seiner Autobiografie, das Leben und das Schreiben, hat er dazu erklärt, diese fremdartigen Wesen setzen sich in die Köpfe der Menschen und treiben darin ihr Unwesen. Die Opfer besitzen plötzlich eine hohe, unreflektierte Intelligenz. Im Austausch dafür gibt der Mensch seine Seele auf. Das war die beste Metapher für Drogen und Alkohol, die mein müdes, überspanntes Hirn ersinnen konnte. Tommyknockers ist eine simple Science-Fiction-Geschichte mit komplexen Themen, die Anleihen bei Lovecraft, bei den Quatermass-Erzählungen und auch bei Invasion of the Body Snatchers hat. Aber es ist auch eines der meistgehassten Bücher, die King je geschrieben hat. In einem Interview mit dem Rolling Stone hat er gesagt, ich finde Tommyknockers ist ein schreckliches Buch. Es war das letzte, das ich schrieb, bevor ich mich zusammengerissen habe und clean geworden bin. Ich habe kürzlich darüber nachgedacht und finde, da steckt ein wirklich gutes Buch unter all dieser falschen Energie, die vom Kokain herführt. Das Buch hat 700 Seiten und ich denke, vielleicht steckt da eine gute 350 Seiten Novelle drin. Ob wir das jetzt auch so sehen, das werden wir heute ausgiebig diskutieren. Und dazu erzählt uns jetzt Jonas erstmal, worum es in The Tommyknockers geht. Ja, da das wirklich stimmt mit dem 350 Seiten in 700, ist die Inhaltsangabe auch entsprechend kurz. Bobby Anderson stolpert in ihrem Waldgrundstück über ein Metall im Boden, das seltsam vibriert, als sie es berührt. Sie fängt an, es auszugraben, und es entpuppt sich nach und nach als außerirdisches Raumschiff, das anfangs Bobby und je weiter die Ausgrabung voranschreitet, auch immer mehr Bewohner der Stadt Haven beeinflusst. Die Auswirkungen dieser Beeinflussung sind telepathische Fähigkeiten, ein immenser Empfindungsreichtum, Verlust von Haaren und Zähnen sowie allgemein eine Umformung des Körpers zu einem Tommyknocker, wie sie im Buch genannt werden. Jim Gardner ist Bobbys bester Freund und ehemaliger Geliebter. Nach einer Sauftour hat er Selbstmordpläne. Ihm kommt allerdings der Gedanke, Bobby bräuchte seine Hilfe. Daher verschiebt er seinen Suizid erstmal und trennt zu ihr. Er hat kein gutes Gefühl bei der Sache, hilft Bobby aber dann doch bei der Ausgrabung. Und da er mit Schnaps versorgt wird, wird er zu einem freiwilligen und ja teilweise etwas willenlosen Helfer.
Im Unterschied zu den anderen Einwohnern wird er jedoch nicht sehr stark beeinflusst, da er eine Stahlplatte im Kopf hat. Während der Werdung, wie die Umwandlung genannt wird, eskalieren die Geschehnisse in der Stadt. Die Tommyknockers bemühen sich, Außenstehende auch außen zu lassen. Ja, als Jim seinen Teil beigetragen hat, will Bobby ihn zum Selbstmord bringen. Stattdessen erschießt er sie, schnappt sich das Raumschiff und nutzt die Gedanken der übrigen Tommyknockers, um das Raumschiff zu klauen. Und dabei belasse ich das jetzt auch. Das ist schon mal fantastisch, dass du das Ende schon mal ganz anders verstehst als ich, aber okay. Es liegt aber auch daran, dass ich das Ende nicht verstanden habe. Ja, ich glaube, wir haben es auf verschiedene Weise nicht verstanden. Aber gut, ich würde sagen, darüber reden wir jetzt im Detail. Wie war denn erstmal euer allererster Eindruck? Frixby, du hattest ja schon mal gesagt, du fandest das Buch gar nicht mal so schlecht. Nee, ich mochte das eigentlich ganz gern. Es ist zwar eine schreckliche Seifenoper, aber eigentlich mag ich das ganz gerne, weil so diese, das sind so Geschichten in dieser Geschichte drin. Das fand ich eigentlich sehr apart. Hat mir gut gefallen. Auch. Also dieses Episodenhafte magst du gern? Nee, ja, unbedingt gern mag ich es jetzt nicht, aber in dem Buch hat es mir gut gefallen. Okay. Das fand ich, also, weil das manchmal so, wenn dann so ein Handlungsstrang so ein Ticken langweilig wurde, dann hat das dann umgeschalten auf einen neuen Strang und das fand ich eigentlich, ja, fand ich nett. Okay. Jonas, wie ging's dir? Schwer zu sagen. Also die einzelnen Handlungsstränge waren im Prinzip okay. Es wurde nur zu viel davon. Zu viel nebenbei Sachen, die nicht weitergeführt wurden oder nur kurz kamen. Es wird jemand vorgestellt und dann ist er direkt wieder tot. Die man sich einfach hätte sparen können, die zur Hauptgeschichte wirklich nichts beigetragen haben. Ja, das stimmt. Es war mir einfach viel zu lang. Ja. Für die, ja, für das Wenige, was wirklich an Substanz drin ist. Okay, Flo, wie ging's dir? Ich hatte das Buch als nicht so besonders gut in Erinnerung, habe aber versucht, unvoreingenommen ranzugehen. Ich muss sagen, ich hatte mit anderen Büchern weniger Spaß. Aber nicht viel. Das ist schön formuliert, ja? Ich stimme dir zu. Also, wie er auch schon sagt, es ist sehr... Ja, da, also, nachdem ich dieses Interview mit King gelesen habe und er von dieser Kokain-Energie gesprochen hat, die, in der er das Buch geschrieben hat, das heißt, von allen Seiten kamen die Ideen und er hat einfach nur getippt. Und ja, er war halt ein bekannter Autor, keiner hat sich getraut zu sagen, Junge, streich das mal wieder. Ja... Es könnte eine gute Geschichte drinstecken, ja, aber so sehe ich die nicht so unbedingt. Naja, mein Problem mit der Geschichte ist, ich mag die Charaktere fürchterlich gern, aber ich komme ums Verrecken nicht auf die Geschichte klar. Also auf die Handlung. Das ist mir, weiß ich nicht. Und sie ist ein bisschen dünn, das stimmt schon, ja. Ja, und vor allem sehr konfus. Also mit dünn kann ich bei King ja leben, das sind wir ja gewöhnt. Aber sie ist halt wirklich auch extrem konfus. Und das Nächste, was halt dazu kommt, wie Flo schon sagte, er hatte das Buch jetzt nicht so gut in Erinnerung. Ich hatte es tatsächlich gar nicht mehr in Erinnerung. Also ich wusste, dass es da diese Szene mit dem Zaubertrick war und das war alles, was ich aus dem Buch noch wusste. Ja. Ja, was ich da so ein bisschen schrecklich fand, war die deutsche Übersetzung. Die fand ich. Ja. Weil ich habe mir erst das Buch gekauft und habe dann vielleicht, was weiß ich, 40 Seiten gelesen und dann war ich einfach nur noch furchtbar genervt. Und da habe ich mir das englische Hörbuch geholt und dann ging das flüssig. Okay. Liegt das dann an der, sind allgemein die Übersetzungen von King-Büchern so zwar so wortpedantisch, aber dann einfach auch herzlos und seelenlos? Es kommt drauf an. Also gerade bei den früheren Sachen, die sind jetzt mittlerweile wieder in überarbeitete Übersetzung erschienen. Ich habe aber auch die alte gelesen. Da sind Sachen dabei, ich erinnere mich noch zum Beispiel bei Brennen muss Salem.
Da hat mich auch unheimlich gestört, wie es übersetzt war. Weil das auch so, ja, so altmodisch und so altbacken irgendwie. Und es ist auch bei diesem Buch mir ziemlich aufgefallen, dass da manche Sachen nicht so ganz gepasst haben. Ja, das stimmt. Man hat da so das Gefühl, es ist so wortpedantisch. Also jetzt bei dem einen, da ging es eher darum, dass der ja über die Kraft, die andere Menschen ihm geben, also dem Gardener geben, dass der die halt alle irgendwie zerstört. Und in dem Buch stand dann was von Machtunterstützung oder so. Und da habe ich mir auch nur gedacht, was ist das für eine Übersetzung? Das tut doch weh. Also ist zwar die wortwörtliche Übersetzung, aber das hat einfach nicht in den Satzfluss gepasst. Ja, das stimmt. Das ist aber öfters, das ist nicht immer, aber es kommt auch vor. Also die Übersetzungen sind schon manchmal echt ein bisschen gruselig. Stichwort gruselig. Fandet ihr das Buch denn gruselig? Nein. Nur kein Stück. Also nicht so wie beabsichtigt. Ich fand es zeitweilig lustig. Ja, es hatte schöne Momente, aber ich muss sagen, ich habe teilweise gut. Aber ich bin auch für diese ganze Alien-Thematik doch manchmal ein bisschen anfällig. Aber ich hatte doch ab und zu mal Momente, wo ich es echt, jetzt nicht unbedingt wirklich gruselig, aber es hatte Momente, wo ich auch ein bisschen paranoid geworden bin. Echt? Was? Welche? Naja, wie gesagt, also gerade so die reine Tatsache mit diesem grünen Licht am Anfang und so, wie sie da bei diesem Gewittersturm in ihrem Haus sitzt und der Hund fängt an zu berichten und solche Scherze. Das hatte für mich schon, das schon eine Atmosphäre, die fand ich schon gut. Ja. Ich fand so ein bisschen die Szene, wo der dann auf diesen Schuppen zugeht. Und dieses Hinwarten und dieses Hinkommen an diesen Schuppen, das fand ich spannend. Das muss ich sagen. Das fand ich, da hat es mich kurz erwischt. Okay. Ja, wollen wir über die Charaktere reden? Viel ist da zwar nicht, aber. Ja, wir haben viele Charaktere, aber nur wenige, die Inhalte wirklich, ja, und selbst die haben auch nicht so viel. Aber fangen wir doch mal an mit Bobby. Ja, da hast du gerade die Schwierigste ausgesucht. Sie soll so ein bisschen der Hauptcharakter für dieses Buch sein. Aber sie konnte ich gar nicht greifen irgendwie in meinem Hirn. Also, ja, so schwammig wie sie wird, ist sie auch im Buch gewesen. Genau, genau. Ich glaube, das ist der Fehler, sie als Hauptcharakter zu sehen. Ich sehe sie eigentlich mehr so als, wie heißt er? Igor oder so aus Dracula, Hester, keine Ahnung. Also mehr so als Lakai des Bösen. So eine tragende Nebenfigur. Ja, so als Diener des Bösen. Weil gut, sie ist natürlich nicht freiwillig, aber für mich ist sie sowas wie die Stimme der Tommyknockers. Ja, ist schon richtig. Aber ich sag mal so, das Problem ist, ich könnte damit leben, wenn sie das wäre. Wenn aber eben nicht der einzige positive Punkt für mich in diesem Buch wäre, die Beziehung zwischen Bobby und Garth. Dann wäre das egal, wenn sie blass bleibt und wenn sie nur ein handelnder Nebencharakter ist. Aber da es ja am Anfang durchaus mit einer emotionalen Bindung Beziehung anfängt, würde ich dieser Person gerne eine emotionale Bindungsfähigkeit anrechnen. Was ich leider nicht schaffe. Ja, also er hat ja sehr, sehr lange, lange, lange damit angefangen, diese Beziehung aufzubauen. Und dieses Abgleiten in Richtung des Bösen, das hat er schon definitiv viel besser umgesetzt. Also es kommt hier wirklich nicht gut rüber. Ich habe das aber gar nicht so verstanden, dass das als, dass da so eine Bindung aufgebaut wurde. Ich habe also gerade den Gardner und die Bobby, da habe ich den Eindruck, dass wirklich dargestellt werden soll, wie bindungsunfähig die sind. Also die Bobby durch ihre Schwester ist so zurückhaltend, was Beziehungen angeht. Weil es heißt ja auch im Buch, dass sie manchmal Bedarf hat an Menschen, aber im Allgemeinen nicht. Und ich fand schon, dass das gut rübergebracht wurde. Also dieses, zwar man will schon irgendwie so hindeuten, dass da mal was gewesen wäre, aber eigentlich dieses ja, ungreifbare
finde ich als Idee-Umsetzung, dass das, dass sie zur Bindung nicht fähig ist, finde ich schon eigentlich gut gemacht. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber was mir halt fehlt oder was mich halt stört, bei Guard funktioniert dieser Effekt bei mir. Da hat es halt genau diesen Punkt zwischen zwei Aussätzige gegen den Rest der Welt im Prinzip. Wobei sich dann natürlich immer welche Konflikte wieder auslösen und so weiter. Aber bei Guard habe ich das geglaubt. Bei Bobby hatte ich das Problem, dass ich die so überhaupt nicht fassen konnte. Also zu der hatte ich weder ein Gefühl noch ein, ja, irgendeinen Zugang. Ich hab das als Add-on betrachtet im Endeffekt. Genau dieses System, dass man sie nicht greifen kann. So eben, die will in diesem Wald alleine leben. Da ist die, die ist zwar auf der Welt, aber im Endeffekt eigentlich nicht da. Hm. Sie wird ja auch viel zu wenig als Mensch beschrieben. Sie ist ja viel zu früh unterm Einfluss der Außerirdischen. Deswegen, ja, in der kurzen Zeit, sag mal, bis sie vom Tierarzt zurückkommt, ist sie ja noch einigermaßen normal. Und das war's dann aber auch. Stimmt, und, ja. Und da passiert ja auch nicht wirklich viel. Ja, bis dahin könnte man das wirklich so denken. Beziehungsunfähig, sie lebt allein mit ihrem Hund da auf dieser Farm. Aber es ist einfach zu wenig Background, um es wirklich greifen zu können. Dann würde ich sagen, reden wir doch mal über Gardner. Denn ich muss sagen, ihn fand ich fantastisch. Mit ihm habe ich tatsächlich geschafft, ein sehr großes Identifikationspotenzial zu haben. Also den mochte ich sehr. Ja, ich mochte ihn nicht besonders. Der war mir zu... Der widersprach sich so also in schöner Regelmäßigkeit. Einerseits will er da für die Erde sich da durchkämpfen und mit diesen Nuklearkernreaktoren sich da so drüber aufregen und für die Erde kämpfen. Andererseits will er sich dann sofort aus dem Leben nehmen und eigentlich dann sang- und klanglos verschwinden. Und ich finde das irgendwie, ja... Gut, das kann man vielleicht dem Alkohol und dem Unfall zurechnen, aber es war so extrem widersprüchlich. Ja, aber gerade das finde ich an ihm echt gut, weil diese Zerrissenheit, die kenne ich persönlich sehr, sehr gut in jeder Hinsicht. Und auch diese Widersprüche in sich selbst zwischen, ich muss ja jetzt kämpfen, weil das ist ja das Einzige, was ich kann. Und andererseits, ach, scheiß doch drauf. Und dann in der nächsten Instanz aber wieder, ja, es gibt diesen einen einzigen Menschen auf der Welt, der irgendwas überhaupt noch bedeutet. Also das konnte ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Mit ihm konnte ich mich sehr gut identifizieren. Ja. Ich es ist halt, ich kann mich mit ihm nicht identifizieren. Mhm. Das ist so das Problem. Also ich kann mich dann eher noch mit der Bobby identifizieren. Okay. Also von wegen alleine hier, ich will mein Ding machen, ich will für mich hinwurschteln und so. Und so ein bisschen geradlinig, aber eigentlich ohne Ziel. Mhm. Das kommt mir dann eher eher nah. Vielleicht liegt es da. Ja, klar. Wie ging es denn euch, Flo? Also identifizieren konnte ich mich jetzt auch nicht so wirklich mit ihm. Er ist mir jetzt auch nicht unbedingt unsympathisch, aber ja, ich weiß nicht, er ist mir relativ egal. Er hat interessante Ansätze, aber auch das wird einfach nicht wirklich umgesetzt. Das haben wir schon erwähnt, Gegner der Atompolitik. Da gibt es interessante Momente, wenn er da was beschreibt. Das verschwindet nach den ersten 100 oder 200 Seiten komplett aus dem Buch. Und auch andere Dinge, da hätte man viel, viel mehr draus machen können. Ich finde das extrem lustig. Wir haben wirklich einen ziemlich unterschiedlichen Blick auf das Buch diesmal. Weil zum Beispiel, ich fand diese ganzen Szenen, wo er sich über diese ganzen Atomkrams da so aufregt, nicht weil ich die Sache grundsätzlich falsch finde, aber da fand ich ihn unglaublich anstrengend. Da ging er mir unglaublich auf den Keks. Ja, aber das hätte aber handlungstechnisch hätte man da einiges draus machen können. Ja, handlungstechnisch hätte man in dem Buch sehr viel aus vielen machen können. Ja, ich denke auch, mir kam der so ein bisschen vor, als wäre er so in so einer Truther-Bewegung. Also so von wegen hier, ich weiß mehr als die
als ihr und die Regierung verschweigt uns was und die das hatte alles für mich so einen Truther-Charakter. Ja, das stimmt. Und ja, also aus diesem Truther-Ding, da hätte man noch was machen können. Also dieses sich aufregen und das immer mal wieder einspinnen. Also das, ja, das ging, das wäre gewesen, aber mit dem Nuklearkram, ich weiß nicht, ob das noch was gebracht hätte. Im Endeffekt, da kommen wir dann nachher dazu mit diesem Gas und mit diesen Wellen, also zumindest, ich hatte ja also teilweise so das Gefühl, dass es da, dass das Schiff Strahlung aus, also bis zu einem gewissen Punkt dachte ich, das Schiff strahlen aus und dann hätte man da noch was mit den Nuklearsachen machen können, aber dann sind die komplett auf Gas umgestiegen und dann war einfach da der Handlungsbogen weg. Ja, und tatsächlich glaube ich halt, diese ganze Nuklearnummer ist eigentlich nur drin. Und auch eben die, wie du sagst, diese Truser-Nummer. Damit er ja eine Rechtfertigung hat, warum er eben nicht autorisierte Stellen holt, sag ich mal. Weil denen vertraut er ja noch viel weniger als allen anderen auf der Welt. Und ja, dadurch, das ist ja eigentlich das reine Alibi dafür. Zu was anderem dient das ja nicht. Ach so, ja. Okay, soweit habe ich nicht gedacht. Ja, okay. Ich hätte es aber lustig gefunden, wenn sich zum Schluss herausgestellt hätde, dass die Atomkraft die Rettung von den Tominockers sein könnte. Ja, oder sowas. Dass dieses Alienschiff schon lang von der Regierung da irgendwie benutzt wird oder was weiß ich was. Dass die Regierung da die Pfoten drin hat. Das hätte ich geil gefunden. Ja, das wäre cool. Das wäre cool. Vor allem, weil es ja auch wieder ein paar Verweise auf den Shop gibt, also den Laden. Genau, deswegen. Diese Regierungsorganisation, die ab und zu schon mal aufgetaucht ist. Da hätte man so viel draus machen können, wenn man nicht zugeguckt gewesen wäre. Das wäre mal ein richtiger Mindfuck gewesen, ja, das stimmt. Also so einfach mal komplett, also das Buch so wie es ist und zum Schluss dann nochmal einfach mal alles komplett umdrehen. Genau. Das wäre schon, ja, stimmt. Ja, ansonsten hätten wir noch den lustigen Opa. Da weiß ich den Namen nicht. Jonas, kannst du mir da helfen? F. Oder F. Everett. Hillman. F. Hillman. Genau. Den fand ich eigentlich ziemlich okay. Da haben wir wieder das klassische King-Bild ältere Männer, die relativ patent sind, relativ liebevoll und sich um andere Dinge kümmern und so weiter, Dinge anpacken, keine Angst haben. Den mochte ich. Wie ging's dir, Jonas? Ja, den fand ich eigentlich ganz nett, aber ja, für meinen Geschmack hätte er bisschen tougher sein können und irgendwie länger durchhaltende, ja, seine Rolle war mir zu klein, okay. Weil sie haben es geschafft einzudringen auf Bobbys Grundstück und dann wurde er gefangen. Ja. Ja. Und dann halt nachher noch seine Aufopferung quasi. Mhm. Also, er hätte auch mehr machen können, finde ich. Aber ja. Ja. Es war halt zu viele kleine Handlungsstränge und nicht ein paar geholt, die dann größer gemacht wurden. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Ja, ich fand ihn jetzt auch nicht störend. Also er war ein ganz sympathischer Charakter, aber wie Jonas sagt, viel zu wenig mit angefangen. Ja, ich weiß nicht. Ich fand den eigentlich ganz nett, aber ich glaube, der war einfach nur dafür da, um zu zeigen, dass halt eben dieses Motiv von wegen die Verrückten, die ja eigentlich in diesem Buch irgendwie alle die Normalen sind. Also, dass der dafür da ist. Also so wie der Gardner, der da durch seine posttraumatische Belastungsstörung oder was der da hatte mit seinem Unfall und der war ja dann so gesehen erstmal eine Zeit lang normal und der F, dass der ja auch durch seine Platte und dadurch, dass er alt ist und senil, dann eben doch auch eine zu diesen Normalen gehört, weil es hat sich ja irgendwie durchs Buch gezogen. Ja. Genauso wie Ruth, die hat ja auch, die ist ja auch im Endeffekt so ein bisschen verrückt gewesen, weil dadurch, dass diese Puppen mit ihr kommuniziert haben, habe ich das so verstanden, dass sie
verrückt geworden ist, weil sie diese Puppen gesehen hat und die mit ihr gesprochen haben, weil die haben ja explizit dagegen gearbeitet, gegen das Werden. Mhm. Deswegen, weil sie, auf einmal sollte sie da diesen Rathausturm da in die Luft sprengen und es ist ja so ziemlich hier aufmerksam, hier guck mal, hier ist was. Und das habe ich jetzt bei dem F halt auch so gesehen, dass der eben nur ein Platzhalter war dafür, dass er zu diesen Verrückten gehört, aber dadurch dann auch klar sind. Ja, das mit den Verrückten, das habe ich gar nicht so gesehen und deswegen war mir auch nicht klar, warum Ruth jetzt auch so eine Sonderstellung hat. Mhm. Weil in meinen Augen war die so wie die anderen auch, halt irgendwie besessen, kann das nicht richtig einordnen, hat aber trotzdem noch irgendwie so ein Eigenleben. Da wusste ich mich, okay, ist es jetzt ihre eigene Art von Moral oder ist es ihre eigene Art von Wahnsinn, wie halt andere auch auf sehr verrückte Ideen kommen. Bin ich voll bei dir, ging mir genauso. Ich habe auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, was ich noch verstanden habe, war bis zu dem Teil, wo Gart zu Bobby trennt. Bis zu dem Teil fand ich das Buch toll. Bis zu diesem Teil habe ich dieses Buch verstanden. Alles, was danach kam, finde ich grottenübel und absolut konfus und nahezu nicht zu ertragen. Und ja, diese Sonderstellung von Ruf ging mir ganz genauso. Hab ich nicht begriffen, was das sollte. Ja, aber ich hab sie so verstanden, weil sie doch so angepasst war und dadurch und diese Stadt so als ihr Baby im Endeffekt gesehen hat, worum sie wollte die Aufgabe zwar nicht, aber sie ist dazu gezwungen worden oder sie ist da reingesetzt worden und dann hatte sie sich das als Aufgabe gemacht und hat es als ja, fast schon zwanghaft. Also gerade die Szene, wo sie das mit diesem Spenden sammeln, das hat sie ja fast zwanghaft gemacht und hat wirklich da geschaut, dass sie wirklich von jedem was bekommen hat und hat wirklich auch drauf angelegt. Und die Szene, wo sie diesen Hund. Diesen Gutschein, nein, nicht Gutschein. Ja, ich weiß, was du meinst. Wo sie den Scheck bekommen hat. Jeder andere hätte sich darüber aufgeregt, dass der verschmutzt wurde. Sie hat ihn einfach nur gewaschen und hat dann einfach in ihrer kleinen Weltsicht den einfach nur hat gespendet eingetragen, obwohl sie eigentlich von dem verletzt wurde durch den Hund und beleidigt wurde ohne Ende. Sie hat es aber so wirklich komplett ausgeblendet und hat es dann einfach nur abgehakt, so von wegen, ja, der hat gespendet. Und ich habe das ein bisschen als fast schon zwanghaft betrachtet gehabt. Ja, da bin ich bei dir. Aber was halt unlogisch war für mich, dieses Getriebene und so weiter und so fort, das löst ja dieses Raumschiff bei mehr oder weniger allen aus. Das ist ja schön und gut. Aber was halt nicht logisch ist, ist die Tatsache, dass es bei ihr halt quasi auf die Vernichtung oder zumindest auf die Entdeckung der Tommyknockers ja hinzieht. Wo es bei allen anderen ja darauf hinweist oder hingeht, dass die es eben verstecken und so weiter. Ja, aber ich also... Du meinst, weil bei ihr diese Zwanghaftigkeit schon vorher da war? Ja, eben, weil sie so zwanghaft diese Puppen gesammelt hat und weil sie so zwanghaft sich um diese Stadt gekümmert hat und das einfach dann auch alle... Ich bei diesen Sätzen so von wegen, hier, wir lieben dich, da weiß ich dann auch nicht... Haben die das jetzt tatsächlich gedacht oder hat sie sich das eingebildet? Ja, das ist richtig. Und dieses Driften, dieses Verrückte, so also in diese Verrücktheit driften, das fand ich, hat der gut rübergebracht. Dass man das so nicht ganz klar hatte, ist das jetzt schon Tommyknocker oder ist das ihre eigene Verrücktheit? Das fand ich gut. Das hat er irgendwie gut rübergebracht. Das muss ich sagen, ist sowieso der Punkt in dem Buch, den ich am besten finde. Tatsächlich eben dieses Gefühl, den Verstand zu verlieren und es gleichzeitig aber trotzdem besser zu wissen. Das ist ja so eine Grundthematik im Buch, die sich komplett durchzieht. Sowohl bei Bobby als auch bei Gart als auch eben bei Wolf. Da bin ich voll bei dir. Da stimme ich dir zu. Das hat er auf jeden Fall gut hingekriegt, ja. Das hat er auch gut umgesetzt mit dem Schreibstil. Weil er hat ja oft so Sachen... dass Leute was sagen und dann in Klammern irgendwie noch der Gedanke kommt oder
dass Teile der Sätze ausgelassen werden, aber trotzdem zu lesen sind. Also es hat er interessant gemacht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch ein bisschen durch die Szenen durch. Wobei mir das an der Stelle echt schwerfällt. Ich wollte erst noch fragen, wie findet ihr denn die Gegenspieler in diesem Buch? Die Tominokas. Non-existent. Bingo. Ja, tot. Ja, nicht mal tot. Mit Tod könnte ich leben, aber einfach non-existent. Man findet sie ja später im Raumschiff mumifiziert. Ja, aber es ändert halt nichts. Ob die da drin liegen oder nicht, ist vollkommen egal. Man weiß, wie sie aussehen. Ja, das weiß man ja aber schon vorher, dadurch man ja die Verwandlung der anderen gesehen hat. Ja, aber sie sehen ja nicht genauso aus, sondern es geht nur in die Richtung. Die sind ja viel größer und haben diese Klauen-Dinger, Zähne für die speziellen Treppen und so. Bis die so schwammig werden und so durchsichtig, hatte ich das auch noch irgendwie als Massensuggestion Genau. Dass es erstmal nur eigentlich ein hysterisches Dorf ist, das total durchdreht. Und dann hat sich halt Bobby verändert. Und dann hat man gemerkt, okay, jetzt, vorher war das ja eher so eine graue Eminenz. Wobei wir ja auch für diese Veränderung keinerlei Zeugen von außerhalb haben. Tatsächlich. Wenn man Gard ausnimmt. Naja, Gard ist ja nicht von außerhalb. Gard ist ja genauso unter dem Einfluss, in Anführungsstrichen, dieses Gases oder was auch immer es ist. Wie alle anderen. Er reagiert nur anders drauf. Aber theoretisch könnte man genauso sagen, wenn es eine Massenhysterie ist, leidet er im Prinzip genauso daran. Die einzige, die es ausnimmt, ist die Schwester von Bobby. Wobei wir haben in der Geschichte ja keine Figur, die das erzählt. Wir haben ja einen Erzähler. Also keinen, der tatsächlich an der Handlung teilnimmt. Deswegen glaube ich schon diesmal, dass wir einen vertrauenswürdigen Erzähler, also so vertrauenswürdig wie ein zugeguckster King ist, aber ja, du verstehst, was ich meine. Ja, klar. Ja, ich habe den Gard so ein bisschen als außenstehend empfunden, also auch gerade, weil er halt in diesem Dorf, er war zwar in diesem Dorf, aber irgendwie stand er ja immer außen vor. Der war... Ja, aber eigentlich tat das Bobby auch, also von daher ist schwierig. Ja, nein, es ist halt eine andere Sichtweise. Naja, natürlich. Ist ja auch vollkommen valide. Ja, ich fand ihn halt außenstehend, aber das ist halt, weil der halt so dieses Truther-Ding hatte und da hatte ich den irgendwie immer außen verortet. Ging mir aber auch ähnlich, ja. Ja. Ja, ich würde sagen. Müssen wir? Ja, wir müssen. Ich würde tatsächlich denken, das Buch kannst du in zwei Teile teilen. Es sind zwei ungleichmäßige Teile, aber es sind zwei Teile. Der eine Teil ist tatsächlich diese Anreise-Szene, sag ich mal. Also der Moment, als noch in Anführungsstrichen alles normal ist, als Bobby das Raumschiff findet und als Gard eben seinen Absturz hat, diese ganze Nacht beschreibt und den Katertag danach und die Anreise zu Bobby. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist der ganze Rest hinterher. Wo es dann halt bekloppt wird. Ja, aber das Buch ist ja eigentlich von sich aus in drei Bücher unterteilt. Wir haben ja den Anfang, wie du gerade beschrieben hast, das hier noch ein bisschen weitergeht. Und dann im zweiten Teil haben wir die Stadt und die verschiedenen Leute, was mit denen passiert. Auch ein Wiedersehen mit unserer alten Freundin Becca Paulsen. Und im dritten Teil haben wir dann das, ja, Finale, oder also das wirre Ende des Buchs. Ja, also ich fand gerade diesen ersten Teil ein bisschen zäh, okay. Aber im Nachhinein betrachtet ist es, glaube ich, genau. Ja, bin ich bei dir, aber ich mochte den, also den ersten Teil mochte ich wirklich gern. Weil eben genau diese Verzweiflung und dieses Düstere, ich meine, ihr wisst alle, ich bin im tiefsten Herzen Zyniker wie Sau, diese Verzweiflung, diese Düsternis, dieser Selbsthass vor allem auch. Und gleichzeitig aber diese Zerrissenheit und diese Scheinheiligkeit, die er natürlich auch vor sich her trägt,
die natürlich mit jedem Aktivismus irgendwie einhergeht, dass man da zumindest zu einem Teil immer scheinheilig sein wird und muss. Das fand ich echt gut, aber es ist halt leider kein Handlungselement und es kam auch nie eins. Ich fand den ersten Teil zäh und den, also ab, wo die Stadt dann erwähnt wird, da war es dann auf einmal so eine Soap-Opera. Also wirklich so episodenmäßig und ja, hier eine Geschichte, da eine Geschichte und man hätte die, da habe ich mich kurzfristig gefragt, ob King da eigentlich nur noch seine Kurzstories zusammensetzt. Ja. Also das Kapitel um Becca Paulson und den Jesus im Fernsehen oder so ähnlich, das war eine Kurzgeschichte. Die hat da überarbeitet und hier nochmal eingebaut. Die haben wir auch schon in unserer Podstock-Folge von 2017 geredet, falls irgendjemand Lust hat nachzuschauen. Tut es nicht. Eine Frage. Die Szene, also die zwei Szenen mit dem Kohleautomaten, ist das auch eine eigene Geschichte? Nee. Weil die kam mir so eigentlich weit ab von dem Handlungsbogen vor, dass ich mich immer wieder gefragt habe, ich mochte die. Ich kann dir sagen, warum du das Gefühl hast, weil so eine ähnliche Drugs. Situation. Genau. Ich glaube, in dem Film Rhea M, also der auf der Geschichte Trucks basiert, da hat King nämlich auch selbst Regie geführt und das Drehbuch geschrieben und da kommt eine Szene vor mit einem mörderischen Cola-Automaten. Ich glaube da, dass sich bei sich selbst bedient. Ah, okay. Aber es ist tatsächlich nie im Buch gewesen. Also das ist nur im Film. Ah ja, okay. Ja, ich mochte die Szene. Die hat mir sehr gut gefallen. Aber immer wieder kam mir dann so der Gedanke, das war doch bestimmt eine Kurzgeschichte, oder? Weil der erste Teil, dann wieder einen anderen Teil der Geschichte und dann der zweite Teil von dieser Cola-Geschichte, ich fand das einfach nur niedlich. Doch, ich dachte mir, ach, ist das süß. Da kommt die Cola-Maschine, ich konnte mir das so bildlich vorstellen, wie da diese Cola-Maschine da versucht, da ja, durch die Pampa zu latschen auf einmal wildfremde Menschen und ich fand das irgendwie niedlich. Das war tatsächlich eine meiner Lieblingsszenen in dem Buch. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wollte ich nur noch, dass es aufhört. Ja, genau. Jonas, ich bin vollkommen bei dir. Ging mir genauso. Ich habe ja schon zu Becca Paulson eine Meinung. Aber nein, also dieser ganze Teil mit der Stadt und auch diese ganzen Anekdoten, die da passieren. Nein, erstens habe ich jetzt schon wieder alles vergessen. Zweitens war da nichts auch nur annähernd amüsant. Nichts davon hatte auch nur annähernd eine Substanz. Also ich könnte ja damit leben, wenn ich jetzt da wenigstens eine Symbolik hätte reinlesen können oder irgendwelcher Blödsinn. Aber nein, es ist einfach nur Slapstick. Ich hab da viele Symboliken reingelesen. Okay. Und ich fand gerade dieses Absurde, das hat mich unheimlich gut unterhalten. Da hatte ich richtig, richtig Spaß dran, weil es einfach abgeschnitten ist voneinander und so dieses, weil so ein Dorf, das funktioniert ja auch so viel auch nebenher, nebeneinander und mir hat das furchtbar viel Spaß gemacht. Ich fand das sehr, sehr gut. Okay. Ich hätte es mehr mögen wollen, als ich es tatsächlich getan habe. Also er macht das ja später auch zum Beispiel in einer kleinen Stadt nochmal, aber da macht das halt viel, viel besser, ja. Aber zum Teil hatte ich zumindest hier mit Spaß, auch wenn es ein bisschen verwirrend war, weil die Geschichten ja nicht chronologisch unbedingt erzählt werden, sondern da doch einiges durcheinander auch kommt. Ja. Das ist nicht chronologisch, fand ich aber auch sehr reizvoll. Also gerade jetzt zum Beispiel, dass auf einmal da dieses Schiff da in die Höhe fliegt und danach erst der vermeintliche Selbstmord von Gardner ist. Das fand ich sehr reizvoll. Das sind zum Beispiel alles Details, die mir komplett entgangen sind. Nee, ich fand das schön. Das war schön umgesetzt, weil man dann sich fragte, ja, wie kommt jetzt dieses Schiff da in den Land? Das fand ich dann schon schön. Wenn das andersrum gewesen wäre, dann wäre es vielleicht ganz langweiliger abgedriftet. Aber dadurch, durch diesen Kontrast, auf einmal ist dieses Schiff da in der Luft,
Weil man dann wieder so ein Spannungsbogen aufgebaut wurde, so nach dem Motto, wie kommt das jetzt da in die Luft? Die brennt doch der Wald, warum ist das jetzt in der Luft? Jonas, darf ich dich mal fragen, hast du das begriffen? Oder hast du das wahrgenommen? Weil ich hab's überlesen. Ich hab's wahrgenommen und ich habe mich gefragt, okay, kommt da jetzt noch eine Auflösung, wie das so passiert oder nicht? Die brennt im Wald, meinst du jetzt? Genau, ich habe gedacht, okay, hast du jetzt irgendwas nicht kapiert, warum das brennt? Wird das doch aufgelöst? Ach, warte einfach mal ab. Also, es hat nicht so richtig Spannung für mich reingebracht. Also, für mich hat es nicht funktioniert. In einer besseren Geschichte hätte es, glaube ich, auch besser funktioniert. Ich befürchte ja auch, er hat es genau so geschrieben, wie es dann auch da ist. Dass er irgendwie Handlungen vorausgenommen hat und sich dann überlegt hat, okay, wie komme ich jetzt dahin? Ja. Ich habe den Wald eigentlich nur, den brennenden Wald eigentlich nur als Fanal für die anderen Dörfer, also für die anderen Dörfer gesehen. Dass es eigentlich nur Mittel zum Zweck war. Hier so von wegen, hier brennt ein Wald übrigens und niemand kümmert sich drum. Weil sonst wäre wahrscheinlich niemand darauf gekommen, dass da irgendwas in Häfen passiert. Ja, aber muss ich ganz ehrlich sagen, das sind so Sachen, die sind komplett an mir vorbeigegangen. Das habe ich ich habe dieses ganze Buch kopfnickend akzeptiert. Und das ist bei mir kein gutes Zeichen. Weil entweder ich reg mich über sowas auf oder ich kann zustimmen. Aber wenn ich einfach nur resigniert mit ja, passt schon reagiere, dann ist das nicht gut. Ich habe ja diesen Schuppen relativ nah bei dem Schiff irgendwie verortet. Wahrscheinlich liege ich da falsch, aber wo dann das Schiff noch umgeht, vielleicht ist da irgendwas abgebrannt. Weil der ja doch Technik ist und dann waren da viele Kabel, vielleicht ist da was, hat da was gezündelt oder so. Ich habe mir das einfach selber zusammengesponnen. Ja, aber wie gesagt, normalerweise mache ich nur diese Arbeit auch, aber bedauerlicherweise ist mir die Geschichte einfach zu egal gewesen. Nee, ich fand die gut. Ich hätte sie gerne gemacht. Ich hätte sie wirklich gerne gemacht. Und vor allem, die hat halt wirklich bei mir viele Grundthematiken und viele Grundängste bedient. Weil, wie gesagt, ich habe halt so diese Sachen mit Verrat und Verlustangst. Ich habe ein riesiges Problem mit Aliens. Ich kann bis heute keine Akte X-Folgen gucken. Dieses Gefühl, dass Kreativität was Fremdbestimmtes ist. Diese Thematik von körperlichem Verfall. Also eigentlich hat das unglaublich viele Themen, die bei mir eigentlich funktionieren. Nur sie sind alle verpufft. Zur Mitte des Buchs wahrscheinlich. Zur Mitte des Buchs hin sind die dann, das sind richtig. Ja. Ich hätte aber noch ein paar Szenen, über die ich gerne reden würde. Das erste ist tatsächlich eben wirklich diese Verzweiflung von Gart, als er da so über diesen Pier da stolpert und so weiter. Da würde ich euch fragen, habt ihr das auch manchmal so dieses Gefühl, eigentlich müsste ich mir jetzt gerade eine Kugel geben, aber da ist gerade jemand oder der eine Mensch, um den ich mir tatsächlich Sorgen mache und dieses dumpfe Gefühl, irgendwas stimmt da ums Verrecken nicht. Habt ihr das schon mal gehabt? Sowohl als auch, ja. Nein, eigentlich nicht. Ich habe zwar jemanden, um den ich mich kümmern muss, also meine Tiere, bei denen ich dieses starke Gefühl habe, also von Pflichtgefühl und das muss ich jetzt und so, aber so von wegen hier Verzweiflung und so, nein. Aber auch nicht dieses unausgesprochene, da ist irgendwas faul, da ist irgendeine Warnung in der Luft. Nee. Okay. Immer wenn ich was hatte, war es total unbegründet. Okay. Weil das ist tatsächlich eine Sache, die habe ich blöderweise sehr oft und blöderweise auch fast immer treffend. Also, ich mag das nicht. Ich würde das lieber abschalten. Und das Zweite, das ist die andere Szene, die mir absolut im Gedächtnis geblieben ist, schon vom ersten Lesen, war eben diese Zaubernummer von dem kleinen Jungen, der seinen Bruder wegverzaubert. Und da muss ich sagen, die fand ich beim ersten Lesen echt gruselig, weil das ist, glaube ich, für mich genau derselbe Effekt wie mit den offenen Schranktüren.
es kann mir keiner garantieren, dass es nicht doch irgendwann mal funktioniert. Ich hatte mich da so ein bisschen daran erinnert gefühlt. Ich habe nämlich als Kind auch so einen Zauberkasten geschenkt bekommen. Mhm. Und ich war furchtbar naiv. Und war dann eigentlich nur zutiefst enttäuscht, dass das eigentlich nur aus Tricks besteht und nicht tatsächlich aus Magie. Okay. Und dieses jetzt hier und guckt doch mal und habt Aufmerksamkeit auf mich und so. Ja, er ist halt ein kleines Kind und will halt Aufmerksamkeit und ja, da will er jetzt im Mittelpunkt stehen. Aber eigentlich fand ich die Geschichte so, ja, ist mit dabei. Mhm. Ja, du hast vorhin Akte X erwähnt, das kam mir vor wie so eine mittelmäßige Akte X-Folge, ja, so genau, der Aufhänger. Genau, ja. Ja, so aus Twilight hatte ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt, eine dieser langweiligen Twilight. Ja, und hier X-Faktor mit Jonathan Frakes. Ja, genau. Das ist so in dem Stil, genau. Also ich hoffe, du meinst Twilight Zone und nicht die glitzernden Vampire. Nein, Twilight Zone, ja, natürlich. Nein, ich denke hier keine glitzernden Vampire. Ich mochte zwar die Geschichte, aber nee, nicht da. Das, Und vor allem, was ich hier halt echt schön fand, war wirklich die Dynamik zwischen den zwei Geschwistern. Wie man echt mit dem kleinen voll Mitleid, also mit dem weggezauberten Jungen, wie man mit dem voll Mitleid hat, weil der echt Schiss hat, dass das eben doch funktioniert. Weil wenn der große Bruder was macht, dann ist das ja fast immer mit Hand und Fuß und hat Substanz. Und wenn der sagt, der zaubert mich weg, ach du Scheiße, dann zaubert der mich ja wirklich weg und ich will doch gar nicht weg. Und ich konnte da mich so gut reindenken. Der hat mir echt, also die Szene ist mir echt im Gedächtnis geblieben. Ja, ich hatte bei der Szene, weil der doch von seinem Bruder so angeschnauzt wurde. Und da hatte ich dann so den Eindruck, dass der noch so beleidigt war wegen dieses Anschnauzens und deswegen nicht so nicht mitmachen wollte. So. Naja, er wird ja angeschnauzt, weil er nicht mitmachen wollte erstmal. Bitte? Er wird ja angeschnauzt, weil er nicht mitmachen wollte am Anfang. Das ist halt tatsächlich dieser Konflikt zwischen, er ist loyal zu seinem Bruder und kommt aus der Nummer nicht raus und dann wird er noch blöd angemacht. Ich habe es anders verstanden. Er wird ja vorher noch angeschnauzt, als er in das Zimmer geht, der andere gerade am Vorbereiten ist. Ach so. Und dann rausgeschmissen wird. Hatte schon wieder vergessen. Genau. Okay. Und da war er dann so beleidigt, beziehungsweise so gekränkt, dass er dann schon nicht mehr mitmachen wollte. Und dann, eben weil er sich nicht erklären konnte, hat er dann noch zusätzlich Angst bekommen. Okay. Weil für mich war das wirklich so ein Ding von wegen, was mache ich denn, wenn das wirklich funktioniert? Ja, aber da hat sich der Hille ja gar keine Gedanken drüber gemacht. Also für mich war das tatsächlich mehr ein Angstding als ein Protzding. Ich habe eigentlich im großen Teil wirklich nur den Protzding gesehen, weil der hat so danach gegiert, die Aufmerksamkeit zu kriegen von seinen Kumpels, erst dem einfachen Zauberkasten und dann einfach mit der Maschine, und dann hat es wieder nicht hingehauen und er wollte doch eigentlich immer nur die Aufmerksamkeit und hat halt das schlechteste Wetter überhaupt erwischt und die Leute träge und müde waren. Ja. Hier ist mir auch wieder Übersetzung aufgefallen. Ich glaube, im Deutschen verspricht er seinem kleinen Bruder, du kannst alle meine Cowboys haben oder so ähnlich. Ja, im Englischen sind es G.I. Joe-Figuren. Ja. Und der Kleine fragt dann auch Snake Eye, ja, auch Snake Eye. Und das ist im Deutschen überhaupt nicht dabei. Das fand ich eigentlich im Original dann nochmal ein bisschen, das hat so die Beziehung besser rausgebracht, als kannst alle meine Cowboys haben. Tatsächlich scheint das aber wirklich eine Frage der Version zu sein, weil in meiner deutschen Version war das so drin. Bei mir auch. Ja, wie gesagt, es gibt mittlerweile auch eine neuere Übersetzung. Ja, okay. Ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, die ältere und war dann so genervt, dass ich die gar nicht mehr weiter gelesen habe. Ich habe da 18% des Kindles durchgelesen gehabt und dachte ich mir, nee, komm, ich ertrag das nicht mehr und habe dann aufs englische Hörbuch gewechselt. Ja.
Ja, und ansonsten haben wir ja, wie gesagt, noch diesen ganzen Blödsinn, was da so in der Stadt passiert, diese Anekdoten. Ruf und ihre Puppen, und vor allem auch, als das eine Kind die Puppen sieht und auf einmal anfängt, entsetzlich zu heulen und sich zu wehren und so weiter. Ja, ich verstehe dieses Kind, ich mag dieses Kind. Mhm. Ging euch aber auch so, ne? Ja, doch. Also, das ist einfach creepy, eine ganze Schulklasse im Endeffekt voll von nur mit diesen Puppen zu haben. Und da ist eine Voodoo-Doll mit dabei und eine, ja, diese ganzen anderen von Roosevelt war, glaube ich, noch so eine dabei. Und die schauen halt, die sind halt alte Puppen und die sehen halt creepy aus. Das muss man halt einfach sehen. Das ist, wenn die dann so ein weißes Gesicht haben und dann so starre Augen und ja, doch. Und dann so im Rudel auftreten, ja. Ich finde ja schon neue, moderne Puppen gruselig wie Sau. Also von daher... Also ich finde das gar nicht so gruselig. Du bist ja auch merkwürdig. Ja, und wir hatten in der Familie, also der Bruder meines Uropas, der war Puppenspieler. Von daher gibt es in unserer Familie viele Handpuppen, die irgendwo rumstehen und sowas. Und deswegen bin ich das allgemein doch gewohnt. Nein, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe mit Puppen ein riesiges Problem. Ich habe zum Beispiel mal als Kind eben auch eine Puppe gehabt. Ich konnte nicht mit dem Ding im selben Raum schlafen. Ging nicht. Ging einfach nicht. Ich musste die in einen anderen Raum sperren und tatsächlich einsperren, bis ich schlafen konnte. Also, ich hab meine heiß und innig geliebt. Das war, ja, die hat auch Schlafaugen und so, ich hab die geliebt. Ja, das ist halt, jeder nimmt es anders wahr. Naja, ich glaube auch tatsächlich, so lustig das jetzt klingt und so doof, es ist, glaube ich, bei mir tatsächlich eine Frage der Körpergröße. Okay. Weil ihr habt ja auch solche Dinge, für euch ist es halt tatsächlich eine Puppe. Wenn aber die Puppe ungefähr mindestens 2/3 meiner eigenen Körpergröße hat, weil ich bin halt selber nur 1 Meter groß und wenn ich sitze, halt so 40 Zentimeter oder was. Mhm. Und das hatte bei mir immer so diesen, ja, eben genau diesen Touch von, das könnte doch auch andersrum sein. Also in einer anderen Welt bin ich die Puppe und die sitzt da vor mir. Sowas wie diese Mannequin-Puppen, ja, oder? Ja, so, genau. Okay, ja gut, ich fände es auch creepy, wenn dann auf einmal so ein mannshohe Puppe neben einem steht und dann irgendwie immer so starr vor sich. Ja, gut, fände ich auch creepy. Aber dadurch ich halt wirklich so klein bin, wie gesagt, wenn ich sitze, bin ich so groß wie eine Katze. Cool. Und deswegen ist halt das Problem, dass für mich, was für euch kleine Puppen sind, für mich ja schon automatisch mannshoch sind. Ja, andere Perspektive. Genau. Und also mit Puppen habe ich immer Probleme gehabt. Das ist mir auch nicht geheuer. Ist mir auch bis heute nicht geheuer. Eine Frage. Mhm. Hattet ihr bei dieser Puppenszene, hattet ihr da auch das Gefühl, dass die Luz so verrückt wird, dass sie Aussetzer hat und die Puppen dann selber bewegt? Ich denke ja. So habe ich es gelesen, ja. Okay. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob sie das nicht schon immer gemacht hat und es jetzt ihr erst zumindest in Ansätzen auffällt. Oder ob das tatsächlich auch so ein Tommy-Knockers-Ding ist. Das wusste ich nicht. Also ich hab das so verstanden, dass sie das vorher so gemacht hat, aber es nicht mitbekommen hat. Und wo sie dann geworden ist, da hat ihr Hirn dann auf Normalmodus umgeschaltet. Genau, die verrückt waren, die werden langsam normal. Und deswegen fällt es ihnen auf und ansonsten, genau, sehe ich genauso, ja. Ja, hab ich so verstanden, ja, genau. Und deswegen ist sie dann auch so vor sich selbst auch am Gruseln, weil, da stimmt dann irgendwas nicht an ihr. Also, wird mich auch stressen, wenn ich mitkriege, ich glaube, ich tick nicht ganz richtig. Also, ja, verstehe ich dann. Mhm. Ja, bin ich aber bei dir, ja. Ja, nicht richtig ticken. Das haben wir ja dann im Verlauf dieser Geschichte innerhalb dieser Stadt häufig. Es werden ja dann so diverse Geschichten erzählt, wer dann so was baut und so weiter. Und da muss ich euch mal fragen,
Wie seht ihr das? Warum haben wir ausgerechnet diese technisierte Kreativität? Das liegt im Wesen der Tommyknockers. Die sind Macher. Das wird auch am Ende so beschrieben. Ja, aber Macher, ich meine, wenn du was machst und wenn du ein Macher bist, kannst du auch lustige Plüschtiere häkeln. Aber warum ausgerechnet dieser Technikschwerpunkt? Ja, die Logik der Tommyknockers ist nicht dieselbe Logik, wie wir haben. Und deswegen muss man das akzeptieren. Okay. Ich weiß es nicht. Ja, ich hab da keine Logik reingedacht. Es sind einfach... Die haben genommen, was da ist. Naja, ich hätte es halt tatsächlich wieder auf diese Symbolebene gezogen. Von wegen die obligatorische böse Technisierung und Gedöns und Zeug. Was wir ja öfters haben bei King, was ja auch hier eben mit diesem ganzen Atomgedöns mit reingeht und so weiter. Früher war alles besser und Gedöns und Scheiß. Ach so, ja. Das ja. wäre jetzt die einzige Ebene, die ich da reinlesen könnte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach ist. Ich könnte jetzt mir da, höchstens... Ich hätte auch gut bei Ihnen genommen zu dem Zeitpunkt. Ja. Unbedingt so. Ja, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass die Tommyknockers mit ihrem überlegenen technischen Wissen, das sie ja haben müssen, weil sie sind ja eine raumfahrende Rasse, irgendwie versuchen, ihre Diener dazu zu bringen, außerirdische Superwaffen zu bauen und das Ganze halt noch nicht so ganz übertragen wird. Mhm. Aber es macht genauso viel Sinn wie der Rest in diesem Buch. Mhm. Ich habe das so verstanden im Endeffekt, dass die... so weit technisiert werden, dass wir es schaffen, wieder so ein Schiff zu bauen und dann weitere Samen, sagen wir es mal so, in die Galaxis auszu senden. Und da braucht es nicht wirklich viel Intelligenz, sondern es geht nur darum, baut vielleicht nochmal so ein Schiff und dann lasst es wieder losfliegen und irgendwo aufschlagen. Ja, oder zumindest repariert das Scheißding. Neu bauen ist, glaube ich, gar nicht unbedingt das Ziel, aber repariert es wenigstens. Ja, aber das Schiff wird ja auf der Erde gebraucht. Das Schiff wird ja gebraucht, damit die komplette Erde infiziert. Genau, darum muss das ja da bleiben. Das ist ja wie so ein Samen, der bleibt dann und... Das hätte ich aber anders verstanden. Ja. Hätte ich tatsächlich eher gedacht, dass das so ein Ding ist, wenn die in ihrem Werdensprozess abgeschlossen sind, die anderen... dass die dann quasi genauso wie das Schiff eben auch eine Keimzelle sein können, um die Erde zu rekrutieren oder was auch immer du willst, und das Schiff dann weiterziehen kann. Das Schiff ist quasi nur der Anschubser. Bloß die Gefahr, die sie ja momentan haben, solange sie werden, also während sie noch nicht fertig sind, ist halt, dass sie ja die Grenzen nicht verlassen können, weil sie auf das Schiff und das Gas angewiesen sind. Aber ich hätte das so verstanden, sobald die fertig wären, könnten sie eben selber rausgehen, die Strahlung verbreiten und pipapo. Ja, aber dann wächst ja die es ist ja, das müsste ja auf Wachstum aufbauen, sprich, eins schlägt auf, fünf Schiffe kommen am Endeffekt dann raus und die werden dann ins Weltall geschickt, um dann diese Tommyknocker im Weltall weit zu, wenn es nur ein Schiff ist, das von Planet zu Planet kommt, das dauert ja länger. Mm-hmm. Na, meinetwegen. Nee, ist nur so ein Gedanke. Ja, nee, kann ich akzeptieren. Wie gesagt, das ist genauso konfus wie der Rest vom Buch, also vollkommen akzeptabel. Ja, man muss sagen, er hat halt unter Kokain geschrieben. Ne? Ja, aber er hat auch unter Koks bessere Bücher geschrieben. Ja, das stimmt. Ja. Vielleicht hätten wir es nicht nüchtern lesen sollen. Wer sagt denn, dass ich es nicht schon gelesen hätte? Ich meinte Jonas und mich. Sprich für dich. Was war denn euer Lieblingsgerät? Wie gesagt, der Kühlschrank habt ihr ja jetzt schon ein paar Mal genannt. Ja, der Cola-Automat. Der war mein Favorit. Jonas, ja. Hast du auch eine Lieblingsbastelei? Ich habe mir keine Gedanken gemacht, aber ich nehme die Wäschespinne, die die Wäsche direkt verbrennt. Wäschespinne? Die kommt bei mir nicht vor. Ganz am Ende... dieses Drahtgestell, was er aus dem Schuppen holt und dann das Feuer verursacht. Das war bei mir eine Art Wäschespinne. Okay. Ja. Habe ich überlesen. Muss ich jetzt gestehen, ich habe es überlesen. Ich habe das nicht mitbekommen. Ich dachte, das Feuer ist, wird, es wird nicht erwähnt, dass das Feuer irgendwie ausgelöst wird, aber das kann sein, dass ich das irgendwie überlesen habe.
Naja, wie gesagt, das geht auch, glaube ich, im allgemeinen Chaos gegen Ende zu echt unter. Also, aber ich weiß, welche Szene du meinst, Jonas. Mhm. Wie gesagt, ich fand die Szene mit dem Postsortier-Ding sie ganz putzig. Das ist ja das, weshalb der Mann von Bäcker Posen dann die Gelegenheit hat, die andere scharfe Postangestellte zu vögeln, weil er ja jetzt so viel Freizeit hat. Beziehungsweise sie. Er ist ja Briefträger. Genau. Das fand ich auch ganz niedlich. Aber ansonsten, wie gesagt, ging mir dieser ganze zweite Teil massiv auf den Keks. Auch weil ich, wie gesagt, ich habe keinen Sinn drin gesehen. Also so überhaupt nicht. Naja, jede einzelne Geschichte hat schon ein bisschen was dazu beigetragen. Also zum Beispiel die Geschichte mit Becker Paulsen, die das einfach gezeigt wird, dass dieses Dorf jetzt durchdreht zum Beispiel. Ja, aber auch das ist zum Beispiel wieder völlig unlogisch. Ich meine, gut, meinetwegen, die sind eine kriegerische Rasse. Ist ja schön. Aber diese Idee, dass du den Leuten technische Möglichkeiten gibst, schön. Dass da vielleicht sich zwei, drei auch bei Unfällen verbrutzeln, schön. Aber die Tatsache, dass die eben sich auch mit ihren Gerätschaften, wie zum Beispiel Becker Porsen und ihrem Mann, halt dann gegeneinander wenden und auch im Zweifelsfall gegen sich selber, das ist halt in der Logik dieser Tommyknockers auch schon wieder völliger Schwachsinn, wenn es halt darum geht, irgendwas zu kolonialisieren oder sich auszubreiten oder was auch immer. Ja, aber sie haben ja genug Material. Da gibt es ja die wirklich was können und das auch zusammenbringen, und es gibt dann halt einfach die Fritten, die dann einfach mehr sich selbst verbrennen. Also ja, aber die könntest du doch dann wenigstens sinnvoll nutzen als Treibstoff. Ich meine, wenn ich einen Herr von Sklaven habe und ich brauche von den Herr von Sklaven 5 Mann, dann verhält sich doch die restlichen zu was Sinnvollen und nicht nur. Ja, dass die halt dann von selber dann als Batterien sich anbieten, ja, das zum Beispiel. Aber dass die einfach weg sind, weil sie egal sind, das ist halt unrealistisch, das ist halt dämlich. Ja, es sollte wahrscheinlich darauf hingewiesen werden, dass halt einfach dass diese Rasse einfach, dass die Außerirdischen einfach nicht wirklich nachdenken. Ich denke, die sind halt doof, deswegen. Wie gesagt, ist eine kriegerische Rasse schön und gut, prügeln sich gerade während das Raumschiff abstürzt, schön und gut, aber es ergibt halt einfach keinen Sinn. Mich hat das so ein bisschen erinnert an die Star Trek-Folge, wo sie auch auf so eine Rasse stoßen, die halt einfach wirklich sehr einfältig sind. Und da dachte ich mir, vielleicht liegt das auch da so dran, dass die einfach in einem gewissen Maß einfach einfältig sind. Ja, kommen wir doch zum großen Finale. Sag mal was, ich hab's nicht verstanden. Viele tot. Sehr, sehr wirr. Ich hab's auch nicht verstanden. Ja, aber er klaut doch das Raumschiff, oder hab ich da was verwechselt? Ja, ich hab schon nicht verstanden. Klaut er das Raumschiff, oder ist er einfach drin und das Ding hebt ab? Nee, also, der klaut es. Das hat er mit Absicht gemacht. Der ist doch damit absichtlich da reingegangen, um es dann von der Erde, weil er sich die Erde liebt, im Todeskampf hat er sich noch aufgemacht, das zu retten. Er ist der Held. Genau, und weil er in dem Raumschiff ist, kann er quasi damit die Energie von allen anderen, die da drumherum stehen, abzapfen und in Bewegungsenergie umwandeln. Okay. Ja. Wenn ihr das sagt, dann würde ich schon hinhören. Ja, weil die dann doch zusammenbrechen. Ja gut, aber das könnten sie halt auch, weil das Schiff einfach weggeht. Aber ich habe das tatsächlich nicht so verstanden, als macht er da bewusst. Also ich habe das so verstanden, okay, er ist in dem Schiff drin. Das Schiff ist jetzt so weit frei, dass es sich wieder sein Eigenleben entwickeln kann und da wegfluppen kann. Und er hat vielleicht sogar noch dieses Ziel, eben diesen Jungen da zu und so. Da hört es ja auch schon wieder auf mit dem Verständnis, aber. Ja, aber die Menschen zapfen ja das Raumschiff erst an, um gesund zu werden, beziehungsweise zu werden. Genau. Und sie leben ja dann im Endeffekt von diesem, also sie ziehen ja auch weiter von diesem Schiff weg. Aber wenn dieses Schiff dann wegfliegt, dann haben die ja diese Kraft, diese Power, ihre Batterie, die Menschen haben die Batterie. Genau, genau.
Ja, genau. Aber wie gesagt, das sagt halt nicht, dass er das bewusst war, sondern das kann auch sein, dass dem Schiff, dass das Schiff sich denkt, ja gut, das sind halt Arschmaden, die können ja ewig. Nee, ich hab das so verstanden, dass er zum Schluss die Batterie fürs Schiff ist. Dass er da, also erst wollte er er will die Menschen retten, er will dies vor Nuklearkatastrophen und Sachen, will der das ja retten. Und dann macht er sich in seinem letzten Todeskampf noch auf, dieses Schiff von der Erde abzuheben und denkt sich dann dabei, er ist dann die Batterie für das Schiff, weil er dann die ganzen Bildschirme angehen und dergleichen. Ja. Und er geht dann da rein mit der Absicht, dieses Schiff zieht jetzt noch die letzte Energie aus mir heraus und fliegt dadurch von der Erde, von seiner geliebten Erde weg. Und er kann dadurch aktiv diese Erde retten. Okay. Also ich sehe es auch so, dass es ein aktiver Versuch war. Das mit der Batterie kann ich nicht unbedingt rauslesen, aber es ist, wenn ich ganz ehrlich bin... Weil die Bildschirme ja angehen. Ja, kann aber schon die sein. Können ja auch von selber angehen. Das ist ja genau der Punkt, den ich meine. Darf ich dazu mal was vorlesen? Natürlich. Konnte er sie alle anzapfen? Das war wahrhaftig die 64.000-Dollar-Frage nicht. Wenn das Werden ein geschlossenes System war, sich etwas aus der Hülle des Schiffes einfach biologisch in die Atmosphäre abbaute, dann war die Antwort wahrscheinlich nein. Aber Gardner war der Überzeugung oder vielleicht nur der Hoffnung. Mhm. Und dann später, ich habe sie alle angezapft, dachte Gardner, sprach, oh Gott, ich danke dir, Gott, ich habe sie alle angezapft, es hat funktioniert. Okay. Und dann hebt er ab. Okay. Frage. Wenn der doch, stöpselt sich der das ein, das Raumschiff in die Ohren? Ja, ne? Ich meine ja. Ja. Genau. Gardner zog die Kopfhörer über. Dann, er hat ja mit den Gedanken den einen Computer in Schuppen steuern können. Mhm. Vielleicht hat er das auch gedanklich, diesen Computer vom Schiff, darauf programmiert, die Energie der Menschen abzusaugen. Mhm. Also er sagt dem Schiff, was zu tun ist. Genau, das denke ich auch so. Ja, dann hat aber das Schiff keine eigene Energie. Also kein eigenes Wesen. Aber dann erklärt es wieder nicht, wie das lustige Schiff dann geschafft hat, vorher, solange es noch im Boden war, die Leute zu manipulieren. Oh, okay. Das ist auch durch diese Ausdünstung. Ja. Ich habe das nicht als Willen verstanden, sondern als Gas. Übrigens, die ganze Sache mit dem Gas fand ich ja sowieso seltsam. Alles hat darauf hingedeutet, dass es dass es Strahlung ist, weil durch das Metall wird es abgehalten. Und am Endeffekt ist es dann ein Gas, wo ich mir gedacht habe, also wenn alle Metallhelm tragen würden, aus dem Zweiten Weltkrieg meinetwegen, aus irgendwelchen, was weiß ich, die Amis haben ja da irgendwie gerne solche Sammlungen. Mhm. Und wenn da irgendjemand, wenn er die Geschichte weiterverfolgt hätte in dem Muster, von wegen hier, die Leute tragen jetzt einen Helm, dann hätten die sich da auch helfen können. So ist es aber auf ein Gas umgelegt worden. Ich mir gedacht habe, ich fand da so einen Bruch in der Geschichte. Absolut. Also ich habe auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendjemand einfach mit einem Aluhut rumläuft und das funktioniert. Ja, genau. Mit Radwegen, weißt du? So in der Art. Vor allem der Strahlung auch so im Kontext dieser körperlichen Umwandlung viel sinnvoller gewesen, den ausfallenden Zähnen und dem ganzen Kram, das hätte alles viel besser ja, auf Strahlung. Ja, auch das grüne Leuchten. Ich meine, deutlicher kann man es ja nur weiß Gott nicht machen. Mhm. Genau. Ich bin nicht Frieden. Dann ist es ein Gas und dann dachte ich mir nur, mein Gott, Steven, jetzt noch nicht ein Gas. Du hast doch alles so schön auf Wellen aufgebaut. Jetzt doch kein Gas. Oder, und die andere Frage ist dann, wenn die jetzt Husten gehabt hätten, hätten sie es ja dann auch überstehen müssen, im Endeffekt. Dann kann man ja nicht richtig gut atmen und dann, ich fand das fand ich wirr. Ja. Das war's. Es war auch wirr, dass allen Leuten die Zähne ausfallen und dann ganz am Ende hier auf, bei mir Seite 640 oder was von 850, Bobby sah es an und pfiff durch die Zähne. Ja. Und auch die Tommy Knockers im Schiff, die haben keine Zähne mehr, aber der eine hat sich im Hals des anderen verbissen.
Ja gut, muss beißen kann man auch ohne Zähne, das geht. Ja, aber nicht verbeißen. Ja, abbeißen ist dann schwer und es gibt ein furchtbar schmatzendes Geräusch. Also, das ist eine Frage der Kieferkraft, da lasse ich mich mit mir verhandeln. Ja, ich finde, die Szene ist an sich einfach nur, wenn man sich das bildlich vorstellt, ist es halt einfach sehr lustig. Ja, ich meine, er hat ihn zu Tode gelutscht, ist jetzt nicht so ein eindrucksvoll. Ja, das stimmt. Aber es klingt lustig. Ja. Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese ganze Raumschiffsache nicht verstanden. Weder was das Ding soll, warum das Ding dort ist, warum es jetzt erst auftaucht. Ich meine, das Ding liegt dort seit Abermilliarden Jahren dort rum. Und jetzt stolpert sie zufällig mit dem Fuß dagegen. Ist Schwachsinn. Plattentektonik? Ja, dann hätte er es aber vorher... Wenn er vorher geschrieben hätte, dass der Sturm vorher war und der Sturm das freigelegt hätte, hätte ich das akzeptiert. Hat er aber nicht. Der Sturm kommt erst, nachdem sie dagegen gestolpert ist. Hm. Zum Beispiel. Ja, stimmt. Und wie gesagt, auch der ganze Sinn dahinter, da hat sich mir absolut nicht erschlossen. Also so gar nicht. Ja. Also, irgendwann habe ich aufgegeben, einen großen Sinn dahinter zu kriegen und habe die guten Szenen mitgenommen und habe am Ende gedacht, jo, hopp, mach, ergibt eh keinen Sinn. Es wird ja dann gesagt, so, dass diese Stadt so über die Jahrhunderte, dass es da immer wieder zu Gewaltexzessen kommt. Da passt dann das mit dem Gas dann schon wieder, weil so ein Gas, das kann ja dann aus der Erde schon hochdampfen und dann wird es halt mit der Zeit so abgetragen worden sein. Ja, aber auf der anderen Art, da ist es auch wieder unlogisch, weil sie sich nicht konsistent verhalten. Ich meine, wenn die Gewalttätigkeit, sag ich mal, das unterschwellige Symptom dieses Gas wäre, dann hätten die sich auch viel früher die Körper eingeschlagen. Hier ist es aber tatsächlich so, dass, ich sag mal, das unterschwelligste Symptom diese technische Begabung ist. Und erst im zunehmenden Wahnsinn die Gewalttätigkeit ja rauskommt. Verstehst du? Das ergibt hinten und vorne keine Logik. Ja, vielleicht ist einfach die Idee an sich nicht so ausgereift gewesen. Er wollte ein Schiff in der Erde. Ja, ja. Ja. Zumal bei Bobby es ja zu Anfangs auch heißt, dass sie überhaupt nicht mit diesem Technikkram zurechtkommt. Ja. Und sie lebt ja da schon länger. Da hätte sie zumindest den ein oder anderen Geistesblitz schon mal haben hätte können. Richtig, genau das meine ich. Wie ging denn euch das? Habt ihr mit dieser ganzen Stockholm-Syndrom-Sache zwischen Bobby und Gard ein Gefühl bekommen? Weil das, so gut ich diese Beziehung am Anfang fand, aber sie ist halt komplett verpufft. Dieses ganze Ding von wegen, das ist ein Stockholm-Syndrom, weil er ist ja immer noch treu und sie will ihn ja eigentlich auch nicht umbringen, das ist an mir komplett vorbeigegangen. Ich habe das nicht als Stockholm-Syndrom aufgefasst. Ich auch nicht. Weil er ist ja nicht der Böse. Er ist ja nur ein bisschen... Sie ist die Böse. In der Sicht. Ach so, ja. Ja, Liebe macht blind. Ja, aber ja. Ist das tatsächlich für euch, dass das einen emotionalen Punkt hat, angekommen? Weil ich wusste, der soll da sein, weil sonst wäre es nicht so eingeführt worden. Aber er kam einfach im Verlauf, ab der Hälfte vom Buch kam der nicht mehr durch. Ich glaube, es war auch nur anfangs so dieses, ach ja, ich muss meiner Freundin helfen. Und später war es, ach, es gibt hier genug Schnaps und hier finden mich auch nicht die Leute von der Party, wo ich Scheiße gebaut habe. Hm. Oder möglicherweise die Polizei. Ich habe viel auf seinen Unfall geschoben. Dass der da immer wieder so Aussätze hat und Dinge auch nicht logisch sieht deswegen. Weil er hat ja teilweise richtige Albträume und so Flashbacks, so verzerrte. Und ich habe da sehr viel auf seine auf seinen Unfall von damals geschoben. Das Emotionale war halt, sie war halt in der Nähe und erst war es noch, ja, er will sich nach ihr erkundigen und danach war er einfach bequem. Ja, aber wie gesagt, er hat ja dann auch immer mal so Ausflüchte, ja,
der Hund und ist ja, ja ihr bester Freund und oh Gott, wie kann sie denn ausgerechnet den? Und eigentlich dachte ich ja, in ihr ist noch etwas Menschlichkeit und Bequemlichkeit, weil er ihr vertraut. Ja eben, aber warum? Weil es ein einfacher Weg ist. Es ist ein einfacher Weg, ja. Er weiß ja, er eckt draußen im realen Leben, eckt er ständig an. Und Bobby hat soweit seine Macken akzeptiert. Und deswegen sagt er sich, okay, lieber den etwas, was er kennt, wo er sich nicht Gedanken drüber machen muss, dass sie ihn schon wieder mal bloßstellen, wobei er eigentlich derjenige ist, der sich bloßstellt. Ich habe das einfach als Bequemlichkeit abgetan. Okay, ja, okay, damit kann ich leben. Ja, habt ihr noch was? Ich habe noch Zitate. Ja, nee, also zum Hauptinhalt erstmal. Ach so. Ich möchte übrigens an dieser Stelle sagen, dass Bobby zur Abwechslung, auch wenn sie doof ist und blass bleibt, aber sie ist ja trotzdem erstmal grundsätzlich eine patente Frauenfigur. Ja. Im Vergleich zu anderen King-Frauen. Im Vergleich zu den meisten, ja. Er hat aber zugegeben auch nicht viel Zeit, diese Figur zu zerstören, weil sie halt nicht lange sie selbst ist. Ja, das stimmt. Aber man muss es ja der Fairness halber erwähnen. Ja, ich mochte ihre Schwester nicht. Ja, auch da wieder dasselbe Thematik wie bei Friedhof der Kuscheltiere und so weiter. Böse Schwester, Krankheit, die Gefangene macht in Familie und so weiter und so fort. Klassische Thematik, hat er aber auch wieder eigentlich nur wieder verwertet. Hatten wir ja auch bei Omi zum Beispiel. Bei Omi? Kurzgeschichte. Ach so. Ich glaube, ich habe nichts mehr. Okay, dann geht ich, wenn ihr nichts dagegen habt, kurz auf die Symbolik gehen. Das willst du dir antun. Nee, es ist nicht viel. Also einmal fand ich das ganz putzig, die Tommy noch was selber. Die sind tatsächlich eben ein Ding, sag ich mal. In Bergbauregionen, also so Schottland und die ganze Ecke, aber eben auch in den USA. Sie sind sehr verwandt mit den Leprechauns. Und das Lustige ist, es ist so ein bisschen wie die Heinzelmännchen. Sie klauen halt gerne den Minenarbeitern die unbeaufsichtigten Werkzeuge und das Essen und so weiter und so fort. Und es wird halt entweder die eine Lesart ist halt tatsächlich diese Koboldhaftigkeit, also dass es tatsächlich ein überirdisches Wesen ist. Und auf der anderen Art die Variante gibt es, dass es eben eingeschlossene, verstorbene Bergmänner sind. Also die Geister von denen. Genau. Als Minengeister tauchen sie auch bei King tatsächlich nochmal auf. Da kommen wir dann in Desperation dazu. Genau. Das ich auch Gott sei Dank schon wieder komplett vergessen habe. Ja. Ansonsten hätte ich hier natürlich wieder dieses Obligatorische, was wir bei King ja oft haben. Thematisierung von Alkoholismus und Sucht allgemein. Der Fluch der Kreativität. Das kommt ja hier recht deutlich raus. Andererseits wieder, wie gesagt, dieser Blödsinn von Technikfeindlichkeit und pipapo. Aber eben gleichzeitig dieses Gefühl der Fremdbestimmtheit. Dass eben der größte Segen, den du hast, deine Kreativität, eben im Zweifelsfall auch was ist, was von außen gesteuert ist. Das kennen wir ja auch schon aus der Fornit. Und als letztes habe ich noch die Farbe Grün. Denn das ist ja eigentlich die Farbe der Flora. Es steht für Fruchtbarkeit und Wachstum. Aber es repräsentiert nicht nur die starke Kraft der Natur, sondern eben auch quasi die Perversion des Ganzen, indem es eben konnotiert ist mit Strahlung, mit Wucherung, mit Neid und mit Gift. Aber ist grün nicht die Farbe der Hoffnung? Ja, aber weil eben Hoffnung, Fruchtbarkeit hängt ja irgendwo zusammen. Ah, okay. Aber es kann ja auch wuchern. Also unbegründete Hoffnung, die zu unbegründeten Aktivismus führt und so weiter. Okay. Ich hatte Grün auch immer als Neidfarbe verortet. Mhm, genau. War das nicht gelb? Ach, egal. Ja, beides. Ja. Hast du schon recht. Ich hätte noch was. Mhm.
der Symbolik. Die Szene, wo der Hund Peter angefeindet wird, also man muss es ja sagen, er hat ja das Licht geschaut, ne, und wird dann dafür angefeindet, zum Beispiel. Mhm. Dass so die neue Wahrheit, die Tommyknockers sind so gesehen die neue Wahrheit, und er wird dafür angefeindet. Ja, das ist ja genauso quasi das Gegenbild zu Gard. Ah. Der ja quasi auch der in seinen Augen der Erleuchtete ist, der die Wahrheit gesehen hat und die Gefahr. Weil Peter hat ja versucht, Bobby zu warnen, dass das scheiße ist und so weiter und so fort. Und beide sind halt quasi die dunklen Propheten am Rufen und keiner will auf sie hören. Und gleichzeitig eben führt diese Erleuchtung, die sie haben, der sie zwangsweise zuteil geworden sind, werden sie halt angefeindet. Das ist richtig. Hm. Die Batterien fand ich noch spannend. Weil bei Bobby zu Anfangs von der Geschichte waren bei ihr die Batterien leer. Hm. Und zum Schluss des waren die Batterien voll. Das fand ich noch sehr, sehr... Ich fand das eine schöne... Konnotation, also so dieses, zuerst hat sie diese Batterien als Lebensziel, zuerst hatte sie kein Lebensziel, lebte so in den Tag hinein und da waren die Batterien leer und zum Schluss, da hatte sie ein Ziel und wollte etwas erreichen und zwar dieses Schiff und dann waren die Batterien voll. Ja. Das fand ich als Symbol ganz nett. Da möchte ich gerade eins meiner Zitate einwerfen. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen hatte sie alte Batterien nie wegwerfen können. Alte Batterien warf man in eine Schublade, weiß Gott warum. Sie war eben der Batteriefriedhof anstelle von dem, den die Elefanten angeblich aufsuchten. Ja, das ist schön. Und ich hätte noch eins, wenn ich darf. Die Softdrinks, die bringen einen um. Das passt so heute so ein bisschen in die heutige Zeit. Ich glaube, aber damals war das auch schon so, dass Cola und Fanta so ein bisschen verteufelt wurden, mhm. weil zu viel Zucker und überhaupt neuer Lebensstil und das bringt dann alles um. Mhm. Ja, und wo wir beim Thema, das bringt ja alles um, diese lustige kriegerische Rasse, was ich auch ganz niedlich fand, dass sie ja auch wieder zweierlei Geschlechtsorgane in einem Körper entwickeln. Womit wir wieder Kings Bild von, es muss ja alles eine geregelte Ordnung haben und so. Und alles andere endet in Mord und Totschlag. Das fand ich auch wieder ganz niedlich. Habe ich das richtig verstanden, dass die zum Schluss nur ein Auge haben? Ich glaube ja. Dann würde das mich als Symbolik daran erinnern, dass sie nur eine sehr eingeschränkte Sichtweise haben. Ja, eingeschränkt. Bin ich bei dir. Ja, ist nur groß, ist halt reingesprungen. Nee, aber bin ich bei dir, weil es ist ja auch quasi dann so ein Zyklopenauge in der Mitte. Also tatsächlich eben dieses, einerseits diese Technokratie, die dieses Wesen, was auch immer hat, aber andererseits eben das dritte Auge, also dieses intuitive Gedönsdings. Ja, aber die waren ja so gar nicht intuitiv. Ja, eben, deswegen. Aber sie waren ja auch nie fertig in ihrem Wärmen. Richtig. Ja. Gut. Gibt's noch Ergänzungen zur Symbolik? Nein. Flo auch nicht, ne? Nein. Dann würde ich kurz mit dir zusammen über die Querverbindungen reden, denn da gibt's Tausende. Da haben wir diesmal echt eine lange Liste, ja. Möchtest du anfangen, Jonas, wenn dir auch schon welche aufgefallen sind? Ich habe ein paar mir gedings notiert. Einmal eine Verbindung zu Dead Zone. Vom Kerl, der im Koma gelegen hat und dann aufgewacht ist. Mhm. Pennywise wird irgendwo gesehen in Derry. An dieser Stelle möchte ich den Satz vorlesen. Tommy bekam Halluzinationen. Als er durch die Wentworth Street fuhr, glaubte er, einen Clown zu sehen, der ihn aus einem offenen Kanalisationsschacht heraus angrinste. Ja. Und mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben, weil es wurde irgendwann auch wirklich sehr, sehr viel. Zu dieser Szene mit Pennywise komme ich gleich nochmal zurück. Aber du hast ja gesagt, Dead Zone, Greg Stilson, der Politiker, taucht auch, also wird auch hier erwähnt. Und auch Frank Dodd. Genau. Überhaupt
die ganzen Orte, die wir schon kennen, wie Derry und so weiter, die kommen ja regelmäßig vor. Und ja, ich zähle jetzt nicht alles auf, wie das auftaucht. Es gibt einige Verweise auch auf Es. Unter anderem das Derry Home Hospital, das auch in Sarah und Schlaflos vorkommt. Ja, und doch diverses. Ganz kurze Frage an der Stelle. Ist das das Raumschiff, was die Jungs in S abstürzen zu sehen glauben? Komme ich gleich drauf. Okay. Weil das ist ein bisschen kompliziert, diese Verbindung. Okay. Aber das können wir dann diskutieren. Ja, gut, Becca Paulson haben wir ja schon erwähnt. Die kommt ja auch in Es vor und natürlich in die Offenbarung der Becca Paulson. The Shop hatte ich erwähnt, diese geheime Organisation aus Langoliers, aus The Stand, aus Feuerkind und aus der Fernsehserie Golden Years. Es gibt Verbindungen zum Turm. Ist Altair 4 eine Zwischenwelt, eine Turmwelt? Sie ist zumindest der Welt in der Puig ziemlich ähnlich. Stimmt. Und wenn das eine ist, möglich. Und ja. Damit haben wir, wenn wir mit der Puig-Welt reden, haben wir natürlich nicht nur die Verbindung zu 3, sondern auch zu dem Club in Artentechnik. Genau, aber da gibt es auch noch eine andere Verbindung, nämlich die Mimek-Indianer, die wir auch aus Friedhof der Kuscheltiere zum Beispiel kennen und die auch in Sarah nochmal eine Rolle spielen. Die hatten ja auch eine Rolle in Artentechnik. Genau. Ja, hast du noch? Shining wird erwähnt Kinder des Zorns durch diesen Riesenmais. Genau. Genau, aber Shining wird nur der Film erwähnt, weil Jack Nicholson erwähnt wird. Ach so. Ansonsten haben wir noch den Nebel, denn es wird einmal erwähnt, Seabrook hatte seine Proteste gehabt, ebenso wie das Arrowhead-Projekt in Maine. Und es wird auch der Talisman erwähnt. Gut, das ist dann halt im erweiterten Sinne wieder eine Turmsache. Denn sie reden am Anfang über das Alhambra. Ja, und nicht nur das, er trifft da ja auch einen Jungen namens Jack. Mhm. Und da kommt es zur selben Sache, wie auch mit dieser Pennywise-Sache. Also Pennywise wurde ja 1985 von den Kindern getötet. Und das hier spielt 1988. Und Jack wird als Junge beschrieben. Er war 1981 12 Jahre alt. Das heißt, er müsste mindestens 19 sein. Das heißt, so ganz passt das auch nicht mehr rein. Und überhaupt müssten natürlich so Ereignisse wie dieses Blutbad in dieser Stadt größere Auswirkungen auf dieses King-Universum haben. Und deswegen gibt es die Theorie, dass das Ganze in einer Parallelwelt spielt. Wie ja dann auch später Desperation und Regulator ja zwei parallele Erzählungen sind, die eigentlich dasselbe sind. Und dass es hier so ein paar Sachen gibt, die anders sind als in der, ich sag mal, der Haupt-King-Welt, die wir sonst kennen. Aber ist dir, ich kenne die Theorie und ich habe da auch drauf geachtet. Aber mir ist jetzt zum Beispiel in Todesmarsch hatten wir ja auch sowas, was sich wie die echte Welt angefühlt hat. Aber wir hatten zum Beispiel ein anderes Kalendersystem. Aber sowas ist mir ja tatsächlich nicht aufgefallen. Irgendwas, was darauf direkt hingedeutet hätte. Nein, es sind tatsächlich eher so Sachen, wie hier wird Projekt Arrowhead erwähnt. Mhm. Wäre es dieselbe Welt, hätte der Nebel stattfinden müssen. Genau. Und das hätte, glaube ich, globale Auswirkungen gehabt. Oder auch einfach die Ereignisse in diesem Buch hätten globale Auswirkungen gehabt auf alles andere. Und deswegen denke ich, dass das alles so leicht parallel ist. Aber warum hätte er dann von Arrowhead gewusst, wenn es in einer anderen Welt gewesen wäre? Eigentlich kann ja sein, dass es dasselbe Projekt gibt, nur ohne einen... Ohne dieses schiefgegangene Experiment. Ja, Monsternebel. Ja, stimmt. Ja, und ansonsten haben wir natürlich auch Verweise nach extern. Also einmal auf King selbst. Es fällt dann irgendwann der Satz, außerdem schrieb sie gute alte Western-Geschichten, die man verschlingen konnte. Nichts mit erfundenen Monstern und unanständigen Wörtern, wie in den Büchern von diesem Burschen, der in Bangor wohnte.
Wobei das ja tatsächlich dafür spricht, dass wir wieder in einer Welt sitzen, in der es zumindest ein Derivat von King gibt. Ja, das ist ja im Turm nichts Ungewöhnliches. Ja, eben, das ist ja okay. Und es gibt, wobei, ich glaube, King da muss ja eigentlich laut Turmlogik nur in einem Universum darf er ja nur existieren, weil das, sonst wäre es ja egal, wer auch stirbt in der einen Welt. Da kommen wir irgendwann anders mal dazu. Okay. Und wir haben einen Verweis zu natürlich Peter Straub, denn es wird der Roman Der Hauch des Drachen erwähnt. Wobei ich da nicht sicher bin, ob der wirklich Peter Straub oder ob das so ein Augen des Drachen-Gag sein soll. Glaube ich nicht, es sei denn, es ist eine schlechte Übersetzung. Ich hätte es tatsächlich, wenn dann, als Witz verstanden, so wie, dass sie hier in anderen Büchern den Namen von Mick Jagger durcheinander bringen oder sowas. Ich denke schon, dass es eine Straub-Anspielung ist. Okay. Ja, ich kenne mich mit Straub leider nicht aus. Und wir haben eine Cliff Kassler-Anspielung. Yay! Cliff Kassler ist immer noch nicht Cliff Barker. Denn es wird von Dirk Pitt gesprochen. Ja, außerdem erwähnt King, dass Jim Gardner den Illustrator Bernie Wrightson kennt. Der hat ja auch unter anderem Der Werwolf von Tucker Mills illustriert für King. Genau. Ja, das sind immer noch nicht durch. Es gibt noch Anspielungen wie die New England Paper Company, die auch in Onkel Ottos Lastwagen vorkommt. Es gibt Anspielungen auf Der Sturm des Jahrhunderts. Und was ich interessant finde, es gibt ja noch ein Buch, das die King-Leser nicht besonders mögen, das mit Außerirdischen zu tun hat, nämlich Dreamcatcher, Duddits. Was übrigens genau das Buch ist, das ich mit diesem immer verwechsle, weil ich beide schlecht fand. Ja, bist nicht die Einzige. Und lustigerweise hat King ja dieses Buch voll auf Kokain geschrieben. Und Duddits war das erste Buch, das er nach seinem schweren Unfall geschrieben hat. Und er hat schreibt, ich weiß nicht mehr viel davon, ich war voll auf Oxy. Also ich sehe da ein Muster. Ja. Ja, und es gibt noch eine weitere Geschichte mit Außerirdischen, die Arena, wo ja auch hier schon so ein Hauptbestandteil vorwegnimmt, nämlich die Barriere, die um die Stadt liegt. Genau. Ich weiß nicht, ob das gilt, aber ich hatte aus einer Zeile rausgelesen, help, help, help. Und ich hatte mich da so ein bisschen an den Beatles erinnert gefühlt. Sicherlich. Gut möglich, das macht er gerne. Ich fand das einfach nur lustig, deswegen. Ja, aber das macht er gerne, wie gesagt. Also das kann durchaus sein. Hattet ihr das Gefühl, dass bei dem Hund, der die Ruth gebissen hat, hattet ihr euch das ein bisschen an Cujo erinnert gefühlt? Ja, zumindest dieses Arschlochverhalten von dem Typen. Okay. Ja, es gibt ja auch Anspielungen auf Cujo in dem Buch. Genau. Aber wo wir eben bei der Musik waren, King hat ja auch den WZON-Radiosender eingebaut. Das ist ja der Radiosender, den er tatsächlich genau. besitzt. Genau. Ja, wollen wir erst die Zitate machen? Ja, ne? Dann mach mal. Dann würde ich sagen, Jonas, fang du mal an, bevor ich es dir wegnehme. Ja, Moment. Wo hab ich... Hier. Es war eine fliegende Untertasse. Kein Science-Fiction-Autor, der mit einem Funken Selbstachtung baute eine in seine Geschichte ein. Und wenn es tat, dann rührte kein Lektor mit einem Funken Selbstachtung die Geschichte auch nur mit der Kneifzange an. Fliegende Untertassen waren ungefähr zur selben Zeit aus der Mode gekommen wie Edgar Rice Burroughs oder Otis Adelbert Klein. Das könnte auch ein gutes Ende der Geschichte gewesen sein. Ja. Ganz am Anfang. Ja, das stimmt. Okay, hast du was, Sifris Rigsby? Ja, ich habe, wenn Peter es nicht mag, dann mag ich es auch nicht. Dann habe ich, sie haben da Fritten am Kinn. Das war nicht, der regt sich da wegen den Nukleardingern auf und dann so nebenbei, sie haben da Fritten am Kinn. Und ich habe mich weggeschmissen. Okay. Dann... Den größten Fehler, den Menschen machen können, ist zu glauben, dass das Heim eines Freundes das eigene Heim sei. Mhm. Ich möchte kurz einwerfen, in meiner Übersetzung waren es keine Fritten, sondern Chips. Ja, Chips, aber das ist ja Englisch. Deswegen, Chips ist bei den Engländern und Amerikanern ja gerne Fritten. Ja, bei den Engländern, bei den
Amerikaner glaube ich nicht, da wären es ja Fries. Achso. Okay, dann habe ich das, dann habe ich da zu viel dran gedacht, weil ich auch erst Chips hatte, dachte ich mir aber nie, Englischsprache. Nee, okay. Aber Fritten wäre viel lustiger, das ja. Und dann noch, dein eigenes persönliches Leben ist nichts als eine konstante Bemühung, jede Stütze, die du hast, zu zerstören. Nimm Nora zum Beispiel, die musstest du erschießen. Fand ich toll. Mhm. Zwei Dinge fand ich ja lustig, die passen vielleicht nicht unbedingt jetzt in die Zitat direkt, aber es ist ein Zitat. Erstens, wir leben ja in Zeiten von Fridays for Future und Gedöns. Und da wurde ja auch das eine oder andere Mal so ein das Haus brennt Metapher bedient. Und die fiel hier auch. Würden sie brüllen, wenn ihr Haus in Flammen steht und sie sind der einzige ihrer Familie, die um Mitternacht aufgewacht ist und gemerkt hat, was los ist? Oder würden sie nur auf Zehenspitzen herumschleichen und flüstern aufgrund der Tatsache, dass sie ja eine College-Person sind? Ja, fand ich lustig, dass das heute noch sich so lesen lässt. Und das besonders Lustige war, ich habe das Buch gelesen, genau zum Jubiläum von Tschernobyl. Okay. Jonas, hast du noch ein Zitat? Ansonsten würde ich meine jetzt noch verbraten. Ich habe keins mehr. Okay. Ich habe noch dein ganzes Leben... war nichts anderes als eine ununterbrochene Anstrengung, jede Machtgrundlage zu vernichten, die du hattest. Ich fühle mich verstanden. Und das andere war, man hatte ihn in dem Glauben erzogen, dass Gott Liebe war. Aber man musste sich fragen, wie viel Liebe in einem Gott steckte, der Männer und Frauen so klug machte, dass sie auf dem Mond landen konnte. Und gleichzeitig so dumm, dass sie die Erfahrung, dass nichts ewig werde, immer von neuem machen mussten. Gut. Gibt es denn für diese Geschichte Verwertungen? Ja, leider. Also, der Roman wurde 1993 als Fernsehminiserie verfilmt mit Mark Helgenberger in der Hauptrolle, also später bekannt aus CSI, und Jimmy Smith, später bekannt aus NYPD Blue. Und was ich auch lustig finde, weil du eben gesagt hast, die scharfe Postangestellte, die wurde gespielt von Tracy Lords, der ehemaligen Pornodarstellerin. Außerdem gibt es ein englischsprachiges Hörbuch und es ist eines der wenigen Bücher, die kein deutsches Hörbuch haben. Okay. Und natürlich das Musical, aber das ist ja obligatorisch. Ja, und wie gesagt, 12.000 neue Übersetzungen. Tatsächlich nur eine. 2011 hat Heine ja eine ganze Reihe Neuauflagen rausgebracht und da haben sie so ein paar Übersetzungsfehler ausgebügelt und ja, paar Bücher endlich mal wirklich ungekürzt veröffentlicht. Okay. Gut, gibt es dazu noch in irgendeiner Form Ergänzungen? Sonst würde ich auf eure Bewertung beharren. Dann würde ich sagen, Sifrixby, fang du doch mal an. Wir bewerten von 0 bis 19. Also 19 ist das Beste. Ja, klar. Ja, also mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ja, ich gebe eine 17. Okay. Das ist eine Hausnummer. Jonas? Es war von der Grundidee nicht schlecht. Aber die Umsetzung, die war echt nicht nach meinem Geschmack. Ich gebe wohlgemeinte 5 Punkte. Okay. Flo? Bei meinen Recherchen in einem Review auf ein Zitat gestoßen. Das ist keine Erzählung, sondern ein Hilfeschrei. Ja. Das fand ich sehr passend. Also es gab, wie schon gesagt, Bücher, die ich wirklich schlechter fand, wie den Talisman zum Beispiel. Da habe ich mich wirklich durchgequält und das Buch hier lief relativ flüssig. Das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Das ist einfach keine gute Story ist. Es hätte echt Potenzial gehabt, aber so wie es ist, schließt sich Jonas an mit 5 Punkten. Okay, ich muss dazu sagen, ich habe den Anfang echt geliebt. Ich mochte den Anfang sehr, sehr gerne. Und dadurch, dass das Buch ja 700 irgendwas Seiten hat, sagen wir so, bis Seite 300 war das Buch echt okay. Danach wurde es kompletter Schrott. Und was ich halt echt schade finde, ist, dass da so viele Ideen drin waren, die ich echt gut gefunden hätte und wo man mir echt hätte Angst machen können. Es ist leider alles nicht passiert. Deswegen, ich will das Buch gern mögen, aber es sind 8 Punkte wegen dem Anfang. Aber es wären 0 Punkte, wenn ich nichts gebe. Deswegen würde ich sagen, 6.
Ich fand das gut. Ich weiß nicht. Ich fand das gut. Ist vollkommen akzeptabel. Wie gesagt, wir haben oft solche Ausweise. Auch schon gut, ja. Vielleicht ist mein Anspruch nicht so hoch. Das kann sein. Aber ich muss fairerweise sagen, alleine durch die ganzen Querverbindungen hat man schon ein bisschen Spaß. Also wenn man, ich glaube, wenn man sich im King-Universum ein bisschen auskennt, hat man an dem Buch tatsächlich noch ein bisschen mehr Spaß, als wenn man da blind reingeht. Ja, ich mochte tatsächlich einige der Ideen, aber die Umsetzung war halt letztendlich so wirr. Keine Ahnung. Ja. Ich habe es einfach so genommen. Ich habe es so genommen, wie es kam, und dann hatte ich mich einfach an jedem Teil versucht, irgendwie zu erfreuen. Aber die Differenz von 5 bis 17, also 12 Punkte, ist nicht die höchste. Also, okay. Wenn ich an Thales mal denke, da hatten wir schon 16 Punkte zwischen schlechtestem und bestem Unterschied. Oh ja, Das fand ich sehr gut, aber sonst irgendwie unser Gast doch halbwegs. Was? Puppen. Ich habe kein Problem mit Puppen. Sind halt Puppen. Ehe das jetzt weiter eskaliert. Wie gesagt, deine Bewertung ist vollkommen legitim. Also da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Ist ja schön, dass jemand an dem Buch Spaß hatte. So ist ja nicht. Und interessant, wenn man sich im King-Wiki die Rezensionen anschaut, die sind in der Regel 4 oder 5 von 5 Punkten. Ja gut, aber das King-Wiki ist halt auch von komischen Leuten, also... Wir haben die ja voll gern, aber... Bin ich dann auch einer dieser komischen Leute? Wenn du kein komischer Leute wärst, wärst du gar nicht in diesem Podcast. Ach so, okay, na gut. Nein, ich sage ja nicht, dass komische Leute schlechte Leute sind, aber es ist halt... ich glaube, wenn man sich derartig in so ein Projekt genauso wie hier investiert, muss man schon einen gewissen Klatsch weg haben. Und ich glaube, da neigt man dann halt auch dazu, im Zweifelsfall Dinge gut zu finden, die unter objektiven Gesichtspunkten vielleicht eher schwierig wären. Einigen wir uns darauf. Ja, dann guckst du mich jetzt an. Gut, wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt, dann würde ich mich an dieser Stelle schon fast verabschieden. Liebe Hörerschaft, es war wundervoll, dass ihr wie immer dabei wart. Und wir hören uns dann als nächstes zu welchem Buch? Stark, The Dark Half. Das wird sogar schon ein bisschen besser. Glaube ich. In diesem Sinne, liebe Hörerschaft, es war toll, dass ihr da wart, wie gesagt. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr das gern tun. Liebe Sifrigby, sag mir doch bitte, waren wir allzu schlimm zu dir? Das war ja jetzt deine Podcast-Premiere. Nee, fand ich cool. Das hat mir richtig gefallen. Macht Spaß. Das ist schön. Und wir würden uns freuen, wenn du auch mal wieder auftauchst. Wir haben ja noch ein paar Folgen frei. Okay, cool, ich guck mal. Welche genau das sind, kannst du und ihr alle auf unserer Leseliste rauskriegen. Die ist wie immer verlinkt in diesem Beitrag, aber natürlich auch auf der Homepage. Das heißt, da guckt ihr einfach, was durchgestrichen ist, ist entweder schon versendet oder schon vergeben. Wenn ihr da aber richtig Bock drauf habt, könnt ihr einfach euch dazusetzen, dann senden wir halt mit mehreren Leuten. Ansonsten alles, was noch nicht durchgestrichen ist, ist frei. Zum Beispiel, relativ dringlich wären demnächst einige Kurzgeschichten und Novellen. Aus, wie heißt es, Albträume? Albträume, genau. Genau, da könnt ihr euch gerne melden, da sind noch einige frei. Sucht euch einfach aus, was ihr wollt, und dann könnt ihr mit uns senden. Wenn ihr die Bücher nicht habt, dann sagt uns Bescheid, wir würden uns darum kümmern, dass ihr die rechtzeitig kriegt. Ja, gibt's dazu noch was zu sagen? Und wenn ihr was zu den Geschichten, die wir in der nächsten Zeit besprechen, zu sagen habt, wollt aber nicht mit uns reden, wir verstehen das. Ihr könnt uns auch gerne was schreiben, also wir binden eure Meinung gerne in unsere Besprechung mit ein. Genau, entweder per E-Mail, der Knopf ist auch auf der Homepage, oder natürlich am besten über Twitter. Wir machen dann, wenn ihr das möchtet oder uns erlaubt, machen wir dann halt einen Screenshot von eurer Meinung und würden die dann in den Blogbeitrag für die Folge mit einbinden und darauf entsprechend antworten. Gut, es war mir wie immer eine Ehre, mit euch zu podcasten. Liebe Gäste, ich danke dir ganz herzlich. Es war ein riesiges Vergnügen. Dankeschön, dass ich mitmachen durfte. Und ich bedanke mich beim Flo. Es war auch mit dir wie immer schön. Immer wieder gerne. Und ich bedanke mich selbstverständlich auch bei Jonas. Es war eine Ehre. Und ich bedanke mich bei dir. Hat Spaß gemacht. In diesem Sinne, haut rein, lasst euch gut gehen und wir hören uns demnächst. Ciao.
Tschüss. Tschüss.